Guten Morgen, meine Lieben. Ja, bei dem Video von gestern, vom 12. Dezember, also von der Halbzeit, ist was schief gegangen. Irgendwas hat da mit dem Ton nicht hingehauen. Und ja, gut, dass ich noch einen zweiten Kalender habe. Dann kann ich euch nämlich doch noch die Schokolade gleich zeigen, wie die aussieht, weil die habe ich jetzt natürlich schon gegessen. Ich nehme jetzt das Video quasi das zweite Mal auf. Deswegen sind auch die Geschenke gleich schon ausgepackt. Safran für Lucia. Am Lucia-Tag, dem 13. Dezember, werden in Schweden traditionell gerne Lussekatter gegessen. Das ist ein Gebäck, das eigentlich Safransbullar heißt, aber am Lucia-Tag mit Rosinen dekoriert wird. Frühstücke wie ein Schwede und back dir deine eigenen Safranbrötchen. Ach so, okay, jetzt verstehe ich deswegen heute, weil das Rezept dann für morgen ist. Die muss man vorbacken, okay. Und hier zeige ich euch wieder das Rezept. Ja, und ihr müsst mir mal sagen, wenn ihr das Rezept überhaupt nicht erkennen könnt, dann würde ich mal Screenshots machen und euch die Rezepte als Bilddatei unten unter das Video packen zum Downloaden. Und dann könnt ihr euch die Rezepte runterladen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Okay, ja, das war's. Und wie gesagt, die Geschenke sind jetzt halt schon ausgepackt. Das habe ich schon ausgetrunken. Und ich mache mal ganz kurz einen Cut und hole mal kurz den anderen Kalender, damit ich euch die Schokolade zeigen kann. Ja, so sah die Schokolade aus. Und innen drin ist wieder so eine dunkle Schokolade. Und die schmeckt echt gut. Die hat so ein bisschen so was Karamelliges noch. Ja, mega lecker. Jetzt muss ich gucken wegen meinem Platz hier. Ja, und dann fange ich mal mit den Geschenken an, und zwar von Miss Fruchteis. Und da waren drei Teile drin. Und zwar einmal hier so ein Standteil, beziehungsweise sind das zwei. Und das sind, ich habe die auch schon ausprobiert gestern. Habe die einmal ausgestanzt, weil ich die so komisch fand wegen diesem Schlitz hier. Und ja, also wenn die ausgestanzt sind, dann kann man die halt zusammenfalten wie ein Briefumschlag. Das habe ich mir schon gedacht. Aber was dieser Schlitz hier für einen Sinn haben soll, den habe ich immer noch nicht verstanden. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das benutzen kann, als wenn man es nicht ganz zusammenklebt, dann steht es so ein bisschen auf dem Tisch. Und dann könnte man es theoretisch als Platzhalter für Namensschildchen oder so auf Feiern für den Tisch benutzen. Also dass man halt in diesen Schlitz dann nochmal halt so ein Schild reinsteckt, was vielleicht dann halt so gemacht ist, dass unten halt das nicht so breit ist und dann halt so ein Stückchen hoch und dann hier abgeschnitten und da steht dann der Name. Also dafür könnte man es benutzen, weil diese Seite hier, die hält dann eben dieses Teil. Wenn man das halt hinstellt, dann bleibt es so stehen. Okay, dann waren hier wieder solche Aufkleberchen drin. Und Süße, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe jetzt genug von den Aufklebern. Ich werde die auch, glaube ich, nicht so viel benutzen. Also ich werde die beiden auf jeden Fall weiter tauschen. Die gefallen mir nicht so. Grün ist irgendwie sowieso nicht so. Also, weiß nicht, dieses Grün auf jeden Fall ist nicht so meins. Und die blauen hier, obwohl da wunderschöne Tulpen drauf sind und so Häschen und so, also es ist so ein bisschen mehr so Ostern. Aber die Farbe gefällt mir auch nicht so. Das ist so ein Royalblau. Die Farben hier gefallen mir ganz gut und die werde ich bestimmt auch verwenden. Wobei bei den Blumenranken hier weiß ich noch nicht genau wofür, aber irgendwann werde ich da eine Verwendung für finden. Die hier sind auf jeden Fall schön. Die werde ich garantiert benutzen. Und die, ich finde die Farbe schön, aber ich weiß nicht, wofür ich das Muster benutze. Also ja, mal gucken. Irgendwann wird sich irgendwas ergeben. So, und dann war hier noch dieser Block drin. Ja, und von diesen Notizzettelchen kann ich nie genug haben, ne? Also wenn ich da noch 50 von habe, ich finde die einfach toll. Die sind immer mal schnell irgendwo draufgeklebt und ja, ich liebe die einfach.
So, und dann von meiner Manuela habe ich so ein Slushy hier bekommen. Und da hatte ich schon vorher natürlich gefühlt in der Packung, dass es ein Slushy ist. Und auch beim letzten Video, sobald man das Ding in der Hand hat, kann man nicht mehr aufhören, das hin und her zu kneten. Und bei dem ursprünglichen Video hatte ich das zuerst ausgepackt und heute mit Absicht zuletzt, weil ich habe dann angefangen zu kneten und zu reden und zu reden. Und das hörte dann gar nicht mehr auf, genau. Also ich liebe diese Teile sehr und ja, diese Kackhaufen finde ich halt sowieso lustig. Und bei dem Ding hier, da ist das wirklich mit den Farben mega. Also dieses Lila liebe ich total und hier oben das Türkis und diese Kombi. Das Blau ist jetzt mehr so die Farbe von meinem Mann, die mag ich nicht so, aber dadurch, dass sie hier so fließend ist, also so ein Farbverlauf ist quasi und alles so schön zusammenpasst, finde ich es total schön. Ja, habe ich mich riesig drüber gefreut und natürlich auch über diese Sachen hier. Wo ist denn jetzt das andere da? So. Genau, ja, wie gesagt, das habe ich halt jetzt schon ausgetrunken und ja, das tut mir jetzt leid für die Leute, die das andere Video schon gesehen haben. Ich habe das natürlich sofort auf privat gestellt. Ich habe es leider nicht nochmal angeguckt, als es hochgeladen war. Ja, habe es aber jetzt halt privat gemacht und das ist jetzt gelöscht und das habt ihr jetzt als neues Video. Okay, ihr Lieben. Ja, ich fühle mich heute nicht ganz so gut. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Ich werde mich, glaube ich, gleich nochmal hinlegen. Wobei, ich muss noch dringend Post verschicken. Muss ich mal gucken. Vielleicht raffe ich mich auch auf und ja, mach meine Sachen. Ich möchte jetzt aber auf jeden Fall nicht mehr so viel reden. Ich möchte meine Stimme ein bisschen schonen, meinen Hals. Und sag Tschüss und bis morgen.